So, ich stehe jetzt hier startbereit auf der Graspiste und schalte die Navigationslichter und die Blitzlichter ein. Und die Klappen habe ich auf die erste Stufe gestellt. Je nach Bahnlänge stellt man die auf die erste oder die zweite Stufe beim Starten. Die Klappen kann man auch mit Tasten verstellen. Man muss nicht unbedingt auf dem Panel klicken. Das wären dann die Tasten F5 bis F8. Taste F5, Klappen ganz einfahren. Taste F8, Klappen ganz ausfahren. Und mit F6 und F7 kann ich dann einzelne Schritte verstellen. Okay, alle Sicherheitsgurte angelegt. Auf geht's. Dass das Flugzeug beim Beschleunigen zu einer Seite zieht, ist normal bei einmotorigen Propellerflugzeugen. Oh, wir steigen da erstmal. Und damit ich jetzt alles schön zeigen kann, schalte ich den Autopiloten mal ein. Auf Höhe halten. Jetzt macht der Autopilot das selbst und er trimmt auch das Flugzeug selbst aus. Schauen wir uns das mal genauer an. Wir können gut sehen, die Höhe von 1500 Fuß ist eingestellt und eine Steigrate von 500 Fuß pro Minute. Und hier sehen wir auch 500 Fuß pro Minute und die Höhe wird angezeigt. Er steigt also. Die anderen Instrumente an. Alles im grünen Bereich. Sehr gut. Und wir fliegen so etwa, naja, 78 Knoten. Wir können jetzt die Klappen einfahren. Hätte man schon etwas früher machen können. Sobald man einen stabilen Steigflug hat, kann man eigentlich die Klappen einfahren. Vorausgesetzt natürlich, man ist nicht zu langsam. So, jetzt haben wir gesehen, hier hat sich schon was getan. Hier unten ist dieser weiß-rote Balken weg. Das heißt, er empfängt irgendein Navigationssignal. Der senkrechte weiße Strich ist irgendwie so zur Seite gewandert, und zwar nach links. Jetzt, wenn ich hier unten mal drehe, sehe ich, aha, da passiert was. Jetzt ist der weiße Streifen in der Mitte. Und wenn man hier unten mal guckt, wo vorher der rot-weiße Markierer war, ist jetzt irgendwie so ein Pfeil nach unten. Das bedeutet, das, was ich jetzt an Signal empfange, kommt aus der unteren Richtung hier, aus 205 Grad so etwa. Jetzt drehe ich diese 205 Grad nach oben. Der senkrechte Strich wandert wieder in die Mitte und der Pfeil zeigt es nach oben. Also hier 205 Grad ist jetzt die Richtung, aus der das Funksignal kommt. So, wir haben die 1500 Fuß erreicht. Wir steigen auch nicht mehr. Hier, der Zeiger steht auf 0. Und am Autopiloten ist auch die Einstellung hier auf 0 zurückgestellt. Wenn wir mal hier oben beim DME gucken, sehen wir auch gerade, aha, hier ist eine Anzeige, 73,7 nautische Meilen, 109 Knoten, Radio 1, das heißt also, das Funkfeuer, was hier empfangen wird, ist entsprechend
jetzt 73,3 nautische Meilen entfernt und wir nähern uns dem mit 110 Knoten. So, als nächstes erkläre ich den Turn Coordinator. Ich fliege die Kurven jetzt mit dem Autopiloten, um mehr Zeit zu haben, das zu erklären und nicht so doll drauf aufpassen zu müssen. Wenn man sich mal hier am Kreiselkompass anguckt, die Markierung hier ist die Einstellung, auf die der Autopilot eindrehen soll, wenn man dort das Heading einschaltet. Das mache ich jetzt mal. Klicke hier auf Heading. Jetzt müsste das Flugzeug nicht oben fliegen. Ah ja, funktioniert. Und ich sehe auch gleichzeitig hier am Turn Coordinator hat sich das kleine Flugzeug zur Seite gedreht. Und steht etwa da, wo diese weiße Markierung ist. Diese weiße Markierung zeigt ein 2-Minuten- Turn an, also ein 2-Minute-Turn, eine 2-Minuten-Kurve. Das würde bedeuten, dass er, wenn er auf dieser Stellung steht, in 2 Minuten einen 360-Grad-Vollkreis fliegen würde. Oder rechnerisch 3 Grad pro Sekunde. Jetzt schauen wir uns mal die kleine Kugel hier unten an. Eben bei der Kurve war die ja schön in der Mitte. Jetzt mache ich mal eins, ich trete jetzt mal einfach das Pedal. Also das Seitenruder war das. Da sehe ich schon, da kommt die Kugel aus der Richtung. So, jetzt kann man das etwas besser sehen. Ich mache nochmal die Pedale. Um das genauer zu zeigen, schalte ich mal den Autopiloten aus. So. Und fliege mal eine Kurve. Wir sehen schon, die Kugel bewegt sich so ein bisschen. Und das Ziel ist es, die Kugel immer in der Mitte zu halten. Wenn die Kugel nicht in der Mitte ist, dann ist die Kurve nicht sauber. Ja, jetzt zum Beispiel, jetzt drücke ich ein bisschen Seitenruder. Stimmt es nicht. Man muss immer auf das Pedal treten, da wo die Kugel hinzeigt. Also wenn die Kugel links ist, trete ich linke Pedal, wenn die Kugel rechts ist, trete ich rechte Pedal, um halt die Kurve zu korrigieren, sag ich mal so. So, zum Abschluss nochmal den künstlichen Horizont gezeigt. Wenn ich eine Kurve drehe, sehe ich hier mal eine Lage zum Horizont. Ja. Wenn ich also mal keine Sicht nach außen habe oder im Dunkeln oder so, kann ich mich da orientieren, wie ist denn überhaupt meine Fluglage gerade. Was man auch sehen kann, ist, ob die Nase nach oben oder nach unten zeigt. Wenn ich also die Nase hochziehe, es sich, wenn ich hier runterdrücke, verändert es sich auch. Gerade im Gebirge wichtig, weil da der Boden nicht gerade ist, kann ich manchmal nicht genau sagen, fliege ich jetzt hoch oder fliege ich runter. Wenn man auf einen Berg zufliegt, hat man eigentlich immer das Gefühl, man fliegt nach unten in den Boden rein, aber es muss nicht stimmen. Also dafür ist es ganz wichtig, auch so ein Instrument zu haben. Ja, das war es dann erstmal mit der kleinen Videoserie über das Instrumentenpanel der Cessna 172. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Videos. Tschüss!